fühlen Sie sich auch manchmal mit der Rift S wie in einem Stummfilm? Die Bässe kommen nicht rüber. Die Töne sind total platt. Der Funke will einfach nicht überspringen. Doch da gibt's jetzt was von der Firma Cavitec. Das Rift S Soundkit. Hallo Leute und herzlich willkommen beim Oculus Rift S Soundkit Montagevideo. Ja, eigentlich ganz einfach. Wir fangen mit der ersten Sache an, also erster Schritt. Die Entfernung der Klammer. Die Klammer hält ja das Kabel, was von der Rift kommt, und den entfernen wir jetzt erstmal. Einfach einmal kurz anheben und schon hat man den hier in der Hand. So, und der Kopfhörer, der auf diese Seite kommt, wie ihr seht, hat er auch schon eine Halterung. Jetzt gehen wir ganz einfach hin und lösen die oberen Schrauben von jeweils links und rechts. Die können wir komplett rausdrehen. Legen die mal kurz vorsichtig zur Seite. Hier machen wir das Ganze auch. So, unten schauen wir jetzt, dass wir hier nur ein bisschen lösen, nicht komplett abschrauben. So, das sollte schon reichen. Jetzt lege ich das ganze Kabel außen einmal rum. So. Wir können es auch gerne schon einstecken. Also die Position ergibt sich auf jeden Fall immer. Jetzt schieben wir das einfach einmal hier hinter. So. Ich drehe die Brille mal kurz. Kann man das vielleicht besser erkennen. So. Und jetzt nehmen wir uns eine Schraube. Stecken die rein und drehen die einfach fest. So, erstmal ein bisschen lockerer, dass wir noch hin und her bewegen können, wie ihr seht. Das Ganze machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Das Kabel kann bequem hier außen lang gehen. Jetzt schieben wir das auch wieder dahinter. So, ich drehe nochmal die Brille. Nehmen wir uns wieder die Schraube. Und ziehen die ein wenig fest. So. Und schon haben wir das eigentlich schon fest. Wir suchen uns die mittlere Position, die passt eigentlich fast immer hier aus. So. Und drehen das Ganze einfach fest. Das Ganze machen wir auf der anderen Seite auch. Ungefähr mittig. Und handfest reicht hier völlig aus. Also mittig von diesen Punkten hier und schon ist man fertig. Schon habt ihr eine Rift S mit tollem Soundkit.